Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das vom Landtag im April 2006 beschlossene Landesprogramm Demokratie und Toleranz, also Ihr Feigenblatt zur Unterdrückung, Kriminalisierung und Einschüchterung einer politischen Opposition, dokumentiert eine Verlogenheit, die nur noch durch Ihr politisches Handeln hier im Land übertroffen wird. Es ist hierbei ja Ihre übliche Masche, positiv besetzte Begriffe mit gänzlich anderen Inhalten zu füllen. Wenn in Ihrem Wertesystem von Demokratie, Toleranz oder auch von Chancengleichheit oder gar von Gerechtigkeit oder Ehrlichkeit gesprochen wird, ist automatisch immer höchste Vorsicht geboten. Wenn jemand von Ihnen solche Begrifflichkeiten verwendet, dann stutzt hierzulande nicht nur der politische Gegner, selbst der Otto-Normalverbraucher vermutet meist zu Recht sofort eine arglistige Täuschung. Mit dieser Methode sollen Sachverhalte umgedeutet werden, sollen Tatsachen verbogen und oft genug sollen damit Sauereien verkauft werden. Genau eine solche Sauerei ist Ihr Landesprogramm für Demokratie und Toleranz. Hat er gesagt. Was hier unter dem Deckmäntelchen der Demokratie daherkommt, ist bei Lichte betrachtet ein Maßnahmenkatalog zur einseitigen Aushebelung demokratischer Grundrechte. In völliger Selbstüberschätzung meinen Sie, Sie hätten die Demokratie im Lande dauerhaft gepachtet. Sie glauben, Ihr Politikansatz außerhalb Ihres Parteienkartells sei ein Angriff auf die Demokratie. Hierbei unterliegen Sie allerdings dem Irrtum, Ihre Parteien und die Demokratie gleichzusetzen. Demokratie ist problemlos auch dann in diesem Land denkbar, wenn Ihre politischen Formationen schon längst auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet sind. In Ihrem Landesprogramm predigen Sie demokratisches Verhalten, bürgerschaftliches Engagement, Toleranz und Weltoffenheit. Dabei setzen Sie auf eine Doppelstrategie, die Integration und Prävention stärkt und die Intervention und Repression wirksam organisiert. In der Politik versteht man unter Repression gemeinhin schlicht und einfach die Unterdrückung oder Verfolgung von Gruppen oder Einzelpersonen aufgrund politischer Beweggründe. Und genau das ist es, was Sie umsetzen. Während Sie vorgeben, die Demokratie von wem auch immer schützen zu müssen, geht es Ihnen um puren Machterhalt. Dabei ist Ihnen kein Vorwurf zu dumm, keine Verhaltensweise zu schäbig und kein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel zu billig, um eine echte Opposition im Land auszuschalten. Was Sie der Welt, was Sie der Welt als Gemeinschaft der Demokraten verkaufen wollen, ist vom Wahrheitsgehalt nicht besser, als wenn sich die Mafia eine ehrenswerte Gesellschaft nennt. Was Sie gerne Demokratie nennen, ist längst nur eine Art Diktatur der Gesinnung verkommen. Bei der letzten Unterrichtung zum Landesprogramm Demokratie und Toleranz im März hier im Landtag nahm für die Landesregierung Frau Ministerin Schwesig Stellung. Zitat: All das vor Augen möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die ganze Landesregierung den Innenminister bei seinen Bemühungen unterstützt, ein Verbotsverfahren gegen die NPD durchzuführen. Meine Damen und Herren, Demokratie lässt sich nicht verordnen, Demokratie müssen wir leben. Die Landesregierung setzt deshalb auf demokratisches Verhalten, sie setzt auf bürgerliches Engagement, sie setzt auf die Förderung von Toleranz und Weltoffenheit. Zitat Ende. Vielleicht sollte ich Ihnen diese Textpassage mindestens dreimal vorlesen, damit wenigstens einige unter Ihnen den Gegensatz verstehen. Diese Aussage der Landesregierung nennt man andernorts das Peking-Modell. Auch in China bemüht man Begriffe wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Demokratie, um im gleichen Atemzug auf Dissidenten einzuprügeln und alles unter Hausarrest zu stellen, was der offiziellen Meinung nicht genehm ist. Und auch in der Sprachwahl sind sie ja zwischenzeitlich nicht zimperlich. Beispielsweise, wenn der Innenminister im Vorfeld des Verfassungsschutzberichtes 2009 im Zusammenhang mit der NPD davon spricht, man dürfe, Zitat, man dürfe in der Entschlossenheit bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Umtriebe nicht nachlassen. Zitat Ende. Man stelle sich einmal vor, die NPD hätte davon gesprochen, in der Entschlossenheit bei der Bekämpfung scheindemokratischer Umtriebe nicht nachzulassen und hätte damit auch noch den politischen Gegner hier im Landtag gemeint. Im gleichen Verfassungsschutzbericht findet sich auch eine Aufzählung dessen, was das Bundesverfassungsgericht als Merkmale zu den obersten Wertprinzipien unserer Demokratie bestimmt hat. Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip. Und hören Sie gut zu, Chancengleichheit für alle politischen Parteien, Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.
Somit steht die Frage im Raum, inwieweit Sie und Ihre Parteien nicht Gegenstand eines Programms zur Demokratieerziehung sein sollten. Vielleicht können wir ja bei Zeiten ein entsprechendes Programm auflegen. Da werden Sie dann sicherlich vollstes Verständnis dafür haben. Über die Unsummen, die nicht nur im Rahmen des Programms Demokratie und Toleranz verpulvert werden, haben wir hier im Landtag wiederholt Stellung bezogen. Haben auch sehr, sehr viel gebracht. Ja, genau. Ebenso, da komme ich nachher noch zu. Ebenso zu den obskuren Vereinen, Verbänden und Projekten, die mit Steuergeldern im Kampf gegen rechts aufgepäppelt werden. Ganz zu schweigen von den Vollzeitkräften, Teilzeitkräften und per Aufwandsentschädigung besoldeten Ehrenamtlichen, die Sie in Ihrem Kampf gegen politische Windmühlen in Stellung gebracht haben. Ihr Kampf gegen rechts wurde in der Zwischenzeit zu einer ganz eigenen Art von Unterhaltungsindustrie, die neben ideologischer Vollbeschäftigung auch etwas Grusel und etwas Krimi zu bieten hat. Eine Unterhaltung, die allerdings auch wie üblich stark von der Inszenierung lebt. Wer etwas zum Gruseln möchte, erhält via Medien die Archivbilder von Springerstiefeln. Wer etwas Krimi möchte, dem wird auf Bestellung das Büro entlarvt. Um sich bei dieser Unterhaltung immer wieder selbst in Szene zu setzen, darf man ihnen getrost so ziemlich alles zutrauen, damit ihnen ja nicht ihr Feindbild abhanden kommt. Bei dem Aufwand und der Energie, die sie allein zur Bekämpfung einer missliebigen politischen Opposition aufwenden, fragt man sich, welches schlechte Gewissen treibt sie in Wirklichkeit um. Würden sie nur eins der dringenden Probleme, und davon gibt es hierzulande ja wahrlich genug, nur derart beherzt im Angriff nehmen, wir wären Mecklenburg-Vorpommern schon viele Schritte weiter. Und man sollte sich den von Ihnen veranstalteten Popanz doch einmal vor Augen halten. Arbeitsgruppe, Handlungsrahmen für Demokratie und Toleranz, Landesprogramm Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken, Bundesprogramm Vielfalt tut gut, Bundesprogramm Kompetent für Demokratie und Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus, CENUS, Integration und Vielfalt, CENUS, Aufstieg und Einstieg, Projektförderung, Regionalzentren für demokratische Kultur und so weiter und so weiter. Hinzu kommen inzwischen hunderte Projekte und Veranstaltungen durch die bereits erwähnten Vereine, Verbände und Gruppierungen. Jedes Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern darf hierbei seinen ureigensten Beitrag leisten. Es gibt nicht einen anderen Themenkomplex, den sich die Landesregierung unter Einbeziehung aller Ministerien derart widmet, wie unsägliche Schattenboxen gegen rechts oder das, was Sie dafür halten. Und all Ihre Bemühungen erinnern in erschreckender Weise an Maßnahmen, in denen ein deutscher Reichskanzler gegen die Opposition zu Felde zog. Parteiverbot, Vereinsverbote, Verbote von Versammlungen, die Verhinderung von Kandidaturen, die Beschlagnahmung von Druckschriften oder deren Verbot, Berufsverbote, soziale Ausbürgerung, Entrechtung am Arbeitsplatz, Entzug finanzieller Mittel, gesellschaftliche Ächtung, Einkerkerung und vieles andere sind schließlich keine Erfindung der heutigen Zeit. Umso erstaunlicher